Trader, im heutigen Video beschäftigen wir uns mit einer weiteren Daytrading-Taktik von Linda Reschke, und zwar dem Heiligen Gral. Wir kennen das Signal bereits aus dem Trade-Radar, wo wir das Ganze auf Aktien anwenden, auf Tagesbasis. Und der Hintergrund ist ja, dass man versucht, eben diese schnellen Rücksetzer in trendstarken Aktien zum antizyklischen Long-Einstieg zu nutzen. Und das gleiche Regelwerk können wir auch auf Intraday-Basis beispielsweise auf den DAX anwenden. Und diesen Ansatz möchte ich jetzt in den weiteren Ausführungen näher erläutern. Zunächst eine Folie. Wir beschäftigen uns nochmal grundsätzlich mit dieser Strategie. Was versuchen wir? Einstiegssignale in trendstarken Bewegungen zu finden. Und zwar dann, wenn ein Retracement auf den exponentiell gewichteten sogenannten EMA 20 stattgefunden hat. Der Heilige Gral ist eine weitere Strategie, die mit sofortiger Verlustbegrenzung über einen Initial Stop-Kurs arbeitet und sofort nach Positionseröffnung wird der Trade über ein Stop-Loss auf dem Swing-Low abgesichert. Schauen wir uns das konkrete Regelwerk an. Wir benötigen einen Trend. Das Ganze eignet sich als Long- sowie Short-Signal, wenn wir jetzt mal konkret ein Long-Signal betrachten, um eben zu gewährleisten, dass es sich um einen starken Aufwärtstrend handelt, müssen wir den 14 Tage bzw. 14 Perioden ADX haben, der mindestens einen Wert von 30 annimmt, damit eben ein starker Trend vorliegt. Danach Mindestanforderung, wir benötigen ein Pullback, ein sogenanntes Kursretracement über einen EMA 20 und sobald der Kurs den 20er EMA berührt hat, kurzfristig unterschritten, wird eine Stop-Buy-Order auf dem Hoch des Balkens platziert, der den EMA 20 erstmalig berührte. Der Unterschied zum Beispiel auf die Strategie im Aktiensegment ist, wir warten hier auf den Folgetag und dann würde erst eine Long-Position eröffnet werden. Hier reagieren wir direkt und sagen, wenn die nächste Candle das Hoch überschreitet, wird direkt eine Long-Position via Stop-Buy-Order eröffnet. Dann direkt die Absicherung unter das neu gebildete Swing-Low via Stop-Loss. Und sollte der Trade ausgestoppt werden, wird eine erneute Stop-Buy-Order auf dem ursprünglichen Einstiegskurs platziert. Der Take-Profit mit der Hälfte der Position erfolgt dann, wenn der Markt ein neues Swing-High erreicht und je nachdem, ob der Trend einen starken Eindruck macht, da kann man dann auch schauen, wie ist dieser Verlauf auf den höheren Zeitebenen. Wenn wir zum Beispiel auch auf Tagesbasis einen schönen Breakout haben, dann kann man auch versuchen, die Hälfte der Position so weit wie möglich in Trendrichtung zu begleiten. Wechseln wir jetzt zum Trader Wingman und schauen uns ein paar konkrete Beispiele an. Folgende Schritte sind hierfür notwendig. Man gehe auf traderfox.de, loggt sich im Kundenbereich ein und dann unter unsere speziellen Tools hier finden wir den Trader Wingman und grundsätzlich screent der Trader Wingman alle wichtigen Märkte, das heißt Indizes, Devisen und auch Rohstoffe nach aussichtsreichen Chartmustern und neuen Tradingchancen und sobald sich eine neue Tradingmöglichkeit anbietet, spricht der Trader Wingman zu Ihnen und macht Sie darauf aufmerksam. Folgende Schritte sind jetzt notwendig, um das Signal der Heilige Gral sich anzeigen zu lassen. Schritt 1 Chartscans, man scrollt runter, dann haben wir hier die verschiedenen Daytrading-Taktiken von Linda Reschke, Haken setzen bei Heiliger Gral, dann einen weiteren Haken bei Long-Signal. Man kann dieses Regelwerk auch 1:1 in umgekehrter Weise auf die Short-Seite übertragen. Wir wollen uns aber jetzt im ersten Moment nur auf die Long-Signale konzentrieren. Dann wechsle ich noch auf die 5-Minuten-Zeiteinheit. Und die beste Ausgangssituation ist immer, wenn wir bereits eine intakte Aufwärtsbewegung haben und dann versuchen wir eben über einen Rücksetzer in diese Trendbewegung auf Intraday-Basis hineinzukommen. Ich versuche eine geeignete Situation mal zu finden. Und zwar, am besten sind wirklich schöne, impulsive Ausgangsbewegungen, wie an diesem Beispiel hier, schöne dynamische Bewegung. Hier zoomen wir mal rein. Lupenfunktion. Und dann sieht man auch zum einen, dass immer wieder bei diesen starken Trendbewegungen der 20er EMA auch gut als Unterstützungsniveau
fungiert. Im ersten Moment hier wäre dieser erste Rutsch gewesen und daraufhin wird auch sofort eine Stop-Buy-Order auf dem Hoch dieser Candle hier platziert. Und wenn dann in Folge dieses Niveau getriggert wird, würde man eine Long-Position eröffnen und zur Absicherung dient dann das jüngst ausgebildete Swing Low und das wäre in diesem Fall dieses hier. Man sieht auch in diesem Seitwärtsgehangel, wie weitere Long-Signale getriggert worden sind und jeweils nach Auslösen dieses Signals gilt eben hier dieses Tief hier zur Absicherung und ein wenig weiter auch wiederum dieses Tief zur Absicherung. Hat einfach den Vorteil, dass das Risiko wirklich immer auf wenige Punkte begrenzt ist. Wenn sich jedoch ein starker Trend weiter entfaltet, winkt ein Gewinn, der ein Vielfaches über dem Risiko liegt und deshalb kann man dieses Signal auch mit Trefferquoten von nur etwa 30% hochprofitabel handeln. Nächste Situation, die Bewegung ist angelaufen, es gab hier wiederum diesen kurzen Rutsch unter den 20er EMA, direkt wird eine Stop-Buy-Order auf diesem Hoch hier platziert, mit der nächsten Candle wäre dieses Signal auch aktiviert und zur Absicherung dient dieses Swing Low und auch hier wiederum stehen wenige Punkte Risiko einem hohen potenziellen Ertrag gegenüber. Schauen wir uns noch ein letztes Beispiel an. Hierfür gehe ich noch ein bisschen weiter in die Historie. Und zwar hier hätten wir auch wieder ein sehr schönes Beispiel. Wir haben eine starke Trendbewegung seit den Tiefs. Beispielsweise auch hier. Man sieht, wenn die Trends wirklich dynamisch laufen, dann gibt es mal kurze Rücksetzer auf den 20er EMA. Man kann das Ganze ja auch in anderen Märkten mal versuchen zu analysieren und daraufhin sofort eine Stop-Buy-Order auf dem Hoch dieser Candle. Und in Folge wäre hier dann der Long-Trigger aktiviert. Die Position wird entsprechend auf diesem Niveau hier oder auf diesem Swing Low abgesichert. Und man sieht auch hier, das wäre ein perfekter Einstieg in eine solche übergeordnete starke Trendbewegung gewesen. Der Vorteil ist einfach, dass wir auch hier wiederum ein klares Regelwerk auf Basis von wiedererkennbaren Mustern erhalten und damit eben die Märkte systematisch in verschiedenen Basiswerten täglich in Echtzeit auf neue Trading-Chancen screenen können.